Boah, der hat mir fast die Rute aus der Hand gerissen. Es kann jederzeit ein Fisch von 300 Kilo anbeißen. So Leute, wenn wir das hier mit haben und das hier, was machen wir dann? Kein Trockenfliegenfischen auf jeden Fall. Ja, aber ich würde sagen, das sieht am Blinder mit Krückstock, dass wir hier heute auf Fleisch machen. Genau. Und zwar Jurassic Heilbutte. Fangen wir hier im Jurassic Fjord. Im Jurassic Fjord, richtig. Und Leute, normalerweise haben wir bei solchen Aktionen immer ein richtig schönes Glas Champagner dabei. Ausnahmsweise heute haben wir das nicht dabei, aber dafür haben wir wirklich einen ultra glasklaren, reinen, also wirklich, es ist wirklich reiner Korn, ja, den wir mit haben. Und einen legendären reinen Korn. Mmh, ja. Also über 20 Jahre ist der gereift, die einen oder anderen durften schon von ihm kosten. Ja. Und wir haben den Genuss, heute wirklich den ganzen Tag aus dieser Flasche zu trinken. Ja. Ich bin gespannt. Rainer Korn himself. Hi. Komm herbei geeilt. Kennt ihr Rainer Korn? Eigentlich muss man sagen, kennt ihr reinen Korn? Eigentlich aber reinen ist ein scheiß Korn. Kennt ihr wahrscheinlich alle wieder. Also, eine Legende im Meeresangeln. Jeder Meeresangler kennt eigentlich Rainer Korn. Absolut. Und deswegen fahren wir auch nur mit reinem Korn raus. Und Rainer, was machen wir heute? Was ist das Ziel? Wir haben es ja schon gesagt, was wir uns wünschen. Schaffen wir das auch? Wir wünschen uns Heilbutt und Seelachs. Wir müssen mal gucken. Die letzten Tage war schlechter Wind. Nord ist immer schlecht für Norwegen. Gerade was Heilbutt angeht. Aber jetzt hat sich alles ein bisschen gebessert. Es wird klar, ihr kommt, das Wetter wird gut, wenn Götter reisen. Und wir haben reinen Korn an Bord. Reinen Korn an Bord, das ist sowieso. Also wir versuchen es auf jeden Fall mit Heilbutt und ich denke, wir werden vielleicht auch Glück haben. Und wahrscheinlich wird auch noch die ein oder andere legendäre Überraschung mit dabei sein. Das heißt, ihr dürft sehr gespannt sein. Ja. Überraschung beim Urzeit Heilbutt Angeln im Jurassic Fjord. Richtig, weil hier kann alles passieren. Und was alles heißt, das werdet ihr gleich sehen. Das ist hier wirklich, das ist ein Traum, Meereswasser ohne Wellen. Alter, sag mal, reicht das überhaupt für unsere Fische? Ja, das kann ich. Machen nur die Filets rein, ja? Okay. Genau. So, was wir jetzt machen, wir bereiten alles vor, wir machen Fluor ran. Es darf ja kein Fehler sein, ne? Bei Meeresangeln ist es ja wirklich so, da sind Maschinen und da hängen viel, viel Kilo an so einem Ding dran. Ne? Und wenn da irgendwie eine Kleinigkeit scheiße ist, dann ist es scheiße. Oder? Was sagst du dazu? Ja, das ist halt auch so dieses ewige Ding. Man guckt so und sagt, oh, die Schnur ist ein bisschen angeraut. Ach, ein Fisch mache ich noch und dann beißt die Granate, ne? Und dann, oh shit, ich hätte gern jetzt getauscht und dann geht das nicht mehr. Und deshalb, also ich muss mich da auch mal zu zwingen, dass ich sage, ey, okay, ich muss es jetzt wechseln, auch wenn es ärgerlich ist, aber ich mach's, weil ich weiß, dann beißt garantiert der große Fisch. Also deswegen, da hast du vollkommen recht. Also es muss immer alles okay sein. Es kann jederzeit ein Fisch von 300 Kilo anbeißen. Ne? Also hier sind jetzt große Heilbutt möglich. Also 100 Pfund Klasse kann man hier überschreiten, aber selbst ein Heilbutt von 10 Kilo ist schon echt ein super Kämpfer, stärkste Kämpfer hier im Atlantik, den wir haben, im Nordatlantik. Und dann haben wir Seelachse, hier ziehen im Sommer richtig krasse Teile rein, über 1,20 Meter, das sind richtige Kraftpakete mit richtig breiten Rücken, da denkst du, das ist ein Thun irgendwie vor der Nase. Und wir haben fette Steinbeißer, große Dorsche und sehr große Meerforellen. Aber die sind sehr tricky, aber ist natürlich der absolut geilste Fisch überhaupt. Groß heißt hier 10 Kilo Fische, Lachsgröße. Ja. Und 8 Kilo plus wurden hier mehrere in den letzten Tagen gefangen. Ja, genau. Durchschnittsgröße momentan 5, 6 Kilo. Ja. Also das ist schon unglaublich. Also ich wünsche mir eigentlich, dass wir keine 300 Kilo rankriegen, weil dann hängen wir nämlich 6, 7 Stunden mit einem so einem blöden Fisch und da habe ich keinen Bock mehr. Ich weiß nicht, ob wir es erwähnt haben, wir sind auf dem krassesten Fjord in Norwegen, bei Bordeaux. Und das ist ein ganz geiler, das hat David schon vor 20 Jahren gemacht, war der hier und meinte, wir sollen immer hierher. Und dann war Hubertus hier letztes Jahr, Reiners hier, also das heißt, alles, jeder, ne?
der irgendwas fangen möchte, große Heilbutt, der fährt hierher oder viele zumindest. Es ist einfach zu krass hier. Mir fehlen die Worte, weil es wird heftig, was jetzt passiert, Victor, glaub mir. Halt die Route gut fest. Ja? Check nochmal die Bremse. Check all deine Knoten. Es kann beim ersten Wurf der 300 Kilo Fisch anbeißen. Ja, Jungs, wir sind jetzt hier am Spot angekommen. Wir haben so 18 Meter. Wir driften mit relativ hoher Geschwindigkeit. Wenn man da hinten das Seezeichen sieht, da steht ziemlich schräg. Das heißt, wir haben eine sehr starke Strömung. Und wir müssen mal gucken, ob wir überhaupt hier einigermaßen angeln können. Aber das ist ein Spot, wo auch schon sehr viele große Fische gefangen worden sind. Heilbutt Steinbeißer ist hier Target. Also mein Ziel dieses Tages ist nichts weniger als ein Heilbutt von 1,25 Meter und ein Steinbeißer Ü70. Es ist schon eine harte Drift, obwohl das gar nicht so aussieht. Ne? Das ist halt echt Strömung hier. Also 1,3 Knoten ist echt heftig. Das ist schon ziemlich viel. Holt mal hoch, dann sieht man schon, wie die Schnüre weggehen. Ne? Mhm. Es ist total glatte See und man denkt so, kein Problem, aber es geht ganz schön weg. Wir werden flacher ansetzen, dann können wir das einmal durchdriften und dann setzen wir hinten an und warten, bis hier ein bisschen weniger Zug ist. Weil das ist im Moment mörderisch. Also, ja. Macht aber nichts, wenn es ein bisschen flacher ist. Der Köder kann ruhig hochkommen. Die Fische sehen das von unten, die steigen hoch. Klär mich mal, mach mal ein Speed-Tutorial. Ja, also zum Beispiel das Pilken kannst du mal lassen, das brauchst du gar nicht. Ja. Das ist für ein Heilbutt eher schädlich. Ja. Im Prinzip brauchst du bei der Drift eigentlich nur halten. Mhm. Weil du hast ja einen Köder, der gut spielt, einen Gummifisch. Oder du kurbelst halt ganz langsam ein, wirklich im Slow Speed. Und wenn du merkst, da beißt was, wenn es halt kein harter Starr ist, wenn es solche Schläge sind, dann ist das Seelachs oder Dorsch. Ja. Wenn das aber so ein Ziehen ist, so, wie so dann ist es ein Heilbutt. Ja. Und dann lässt du den rein, du stoppst dann mit Drehen, gerade bei der Geschwindigkeit jetzt, und wartest nur. Und dann merkst du, wie die Route langsam krummer wird und krummer wird. Und erst wenn du merkst, da ist richtig Druck drauf, dann gibst du ihm ein, aber kräftig. Also dem ist egal, wenn er Widerstand spielt? Ja, der ist ihm egal. Der ist also ein dummer Fisch. Mach ich so nicht sagen. Gierig. Gierig. Ich habe gerade einen Heilbutt-Nachläufer gehabt. Der war bis hier, unter die Wasseroberfläche. Hat sich dann hier gedreht, ne? Dreimal hat sich ihn angeguckt. Und dann ist er abgetaucht. So geil. Wenn wir gleich am Spot ankommen und die Fische sofort nachlaufen. Das war der erste Wurf. Und das heißt also, die sind in Beißlaune. Das geil. Ist ganz wichtig. Das heißt also, jetzt die nächste halbe Stunde könnte es richtig, richtig knallen. Kannst die Champagnerflasche schon mal kühl stellen. Und die Bisse von Heilbutt kommen in der Regel zu 99%, wenn du anfängst einzukurbeln bis vors Boot. Wenn du beim Faulenzen bist, wenn dann Biss kommt, ist es meistens Dorsch. Mhm. Ne? Damit macht man eigentlich den Heilbutt nur neugierig. Und dann kommt er hinterher und dann, ist er los? Und dann nimmt er ihn. Und wenn er dann am Boot ist, wie gerade, dann hört ich einfach nur halten und wippen müssen. Ne? Und dann teilweise nach einer Minute beißt er dann erst an. Ne? Wenn du siehst, der eben? Ja. Der eben ist runtergegangen. Und dann musst du sofort Bügel aufmachen und hinterher. Weil dann hast du nochmal die Chance, dann bist du noch nicht so weit weg, dass er vielleicht nochmal nimmt. Boah, krass. Riecht so. Aber was ist dran hier? Hat nicht ganz genommen. Also wir haben jetzt so drei oder viermal geworfen. Da sind irgendwie zwei Heilbutte direkt hinterhergekommen. Das ist echt krass. Also ich muss mich noch einfuchsen hier. Also der Nachläufer von Rainer, der war größer als meiner. Der war locker 80 plus. Immer so ein bisschen eine Gefühlsfrage. Ne? Also wenn du merkst, dass er zu schnell rumdreht, wir haben ja auch stärkere Drift. Aber es scheint ein bisschen weniger zu werden. Der Pin steht auch schon ein bisschen gerader. Es wird also jetzt gerade ein bisschen weniger. Wir sind jetzt halt jetzt kurz vor Niedrigwasser. Und dann stoppt das für einen Moment und dann... Lustigerweise dreht sich das hier nicht um. Oft trifft es. Ah, oh. Na, da ist er. Ja, ja. Guck da wieder. Ja, geil! Nee. Ja, der ist gut. Warte, ich hol mal schnell rein hier, die Route, dass sie nicht im Weg ist. Meter klasse hat der. Meter? Ich schätze. Gibt's doch nicht. Dein zweiter Wurf. Oh, oh, geil. Bestellung. Siehst du, können wir gleich reinfahren und Bier trinken, aber das Thema schon erledigt. Und so ein richtiger klassischer Biss. Ihr wisst, hast gesehen, ne? Genau, wie gesagt, habe richtig reinziehen lassen. Ja, der geht noch mal. Der ist noch länger nicht fertig hier. Der geht noch mal ab. Der geht gleich, wenn er das Licht sieht, dann haut er noch mal runter. 100%. Oh, die Kopfschläge sind gut. Wie lange muss man ihn einlegen in der Salzlake zum Räuchern? Noch ist er nicht drin, Rainer. Noch ist er nicht drin. Wenn du den kescherst, dann hebst den Kescher nicht an, sondern du ziehst ihn nur an die Bordwand und wir heben zusammen an den Rahmen. Ja, ne? Genau, ich bringe ihn erstmal nur rein. Ja, weil es kann auch sein, dass wir umdisponieren müssen und... Macht euch gefasst. 10 Meter noch? 10 Meter noch? Ja. Leute, 10 Meter noch. Das ist geil mit dieser Schnur. 9, 7. Ja, über einen Meter. Oh! Ja, oh! Über einen Meter. Oh, oh! Guck dir das Teil an. Lecker. Und. Yes! So, geil! So, okay. So, anpassen. Ja. Warte. So, genau. Und jetzt rein. Also, er ist drin, Leute. Er ist drin. 95.
Oh, schön. Perfekte Essgröße, Leute. Aber du siehst, was der für eine Power hat schon, ne? Also, geil. Hammer. Also als die Route auf einmal so bumm, bumm macht, das ist schon geil. Wenn man den Fisch auch so sieht. Ja, mein Lieber, das war's. Fahren wir rein. Geil. Das ist jetzt so knapp 90, schätze ich mal. 90, 92, 93 vielleicht. Messen wir gleich mal. Aber ich sagte, beim Drill sagte ich schon zwischen 90 und 100 Zentimeter. Das merkt man nachher schon an den Kopfschlägen. Das ist die beste Größe zum Essen. Das ist der absolut beste. Zwischen 90 und 100 ist der absolut beste. Das ist jetzt, da sind die Norweger auch total hinterher hinter dieser Größe. Rainer, würdest du sagen, das ist der beste Fisch zum Essen? Also für mich ist Rainer nicht sagen. Halbwund einer der absoluten Top. Du musst ihn richtig zubereiten. Okay, jetzt bin ich noch heißer als vorher. Ja. Das muss ich ja wirklich sagen. Es war ja so viel Action in so wenig Würfen. Ja, Victor hat gerade einen Biss. Ganz langsames Zucken. Sieht aber so aus, als wäre er wieder ab, oder? Ja, jetzt zuckt er nicht mehr. Aber doch, er zuckt. Ja, er zuckt wieder. Soll ich? Nee, warte noch, so wie bei Rainer. Erst wenn der wirklich geht. Aber soll ich weiter kurbeln? Der macht ja nichts. Ja, langsam weiter kurbeln. Das ist ja krass. Das ist ja eine krasse Angelei, muss ich sagen. Das ist ja fast wie Fliegenfischen. Ja. Also man lockt die richtig und dann zuckt man die und auf Sicht. Das heißt, der könnte jetzt noch hinterher kommen, ne? Das könnt ihr vielleicht sehen. Das ist ja richtig filigranes Angeln, also kein Plumpsangeln oder so. Wir haben jetzt gerade 5 Minuten gefischt hier an einem Spot, der sehr, sehr gut ist und schon viele Butte gebracht hat. Und sofort hatte ja auch Hubertus Nachläufer und ich hatte Nachläufer. Das heißt, wir sind genau zum richtigen Zeitpunkt hier. Niedrigwasser, die Fische haben angefangen zu beißen. Und dann habe ich gleich beim zweiten Wurf schön gefangen, so zwischen 90 und 100 Zentimeter. Perfekte Größe, schön an der Spinnrute im Drill, aber auch in der Küche richtig geil. Von daher, jetzt ist so eine Zeit, jetzt sind die richtig gallig. Das werden wir, wenn wir Glück haben, eine halbe Stunde so haben, dann werden wir noch ein paar Bisse kriegen. Ja, einer von uns beiden ist ja am Zug, Victor oder ich. Und es ist egal, wer dran ist. Ich bin auf jeden Fall, ich feiere das schon total. Wir haben unser Cod of the Day, also Catch of the Day schon gefangen. Also wirklich richtig aufgeregt, richtig kribbeln im Bauch. So wie es sein soll, wie früher. Wie beim ersten Mal angeln, so ist es auch heute noch. Neue Challenge, weißt du? Wenn man jetzt 100 Mal Hechtangeln war, dann ist es halt irgendwann das 101. Mal. Aber das ist halt das erste Mal, ist immer so, man weiß noch nicht genau, wie klappt's. Das ist dann alles noch so aufregend. Richtig geil. Und auf Sicht und dann zuppeln die und nicht. Das ist ja echt, echt geiler als Fliegenfischen. Nicht geiler als Fliegenfischen, aber es kommt dem sehr nah. Ich hab ihn, Leute. Der hat wirklich gezogen, wie ihr das gesagt habt. So genippelt, genippelt, gezogen. Und dann habe ich angezogen. Aber Rainer meinte, es ist vielleicht ein Dorsch. Das ist mir eigentlich egal. Das war der erste Fisch, den ich jetzt hier fange. Es ist ein 81er Halbutt. Leute. Ja, ein schöner Dorsch. Dorsch. Oh, guck mal da. Geil. Leute. Mein erster Bordeaux-Fisch auf den schönen Finch. Guck mal hier. Guck mal da, was der auskotzt. Ja, was denn? Kleine Fische. Drehen wir mal den Kopf nach unten. Jetzt gerade die ganzen hier kleinen Fische am Fressen. Siehst du da? Ja. Und wenn du den reinsetzt, Sand. Sandale, ne? Dass er mit dem Kopf zuerst reinschützt und dann geht er auch wieder runter. Zack, runter. Wir sind jetzt ganz flach. Ah, da Fisch. Dorsch. Ja, geil. Ja, hier sind Dorsche, wie man sieht. Das sind die sogenannten Sichtdorsche, weil man die auf Sicht fängt. Das ist gerade mal 3,90 Meter. Wir werden wahrscheinlich ein bisschen raustreiben, wieder ein bisschen, weil wir sind hier, wir gehen ins Flache rein. Ja, schön leichter Köder und so, sehr gut. Ja, geil. Ja, schöner Dorsch. Ordentliches Teil. Das ist mal schön, wenn alle entschneidet sind an Bord, dann ist ich meine, es war trotzdem gute Stimmung, aber es gibt ja auch Boote, wo. Ich hatte schon ausgeholt, als er gesagt hat, lass mal um. Okay, wir müssen wieder ein bisschen ins Tiefere, Leute. Wir sind jetzt bei 3 Meter und er hat den bei 3 Meter gefangen. Das ist so geil. Also hier ist alles voll quasi. Da muss man echt gucken, dass man auch Platz zwischen den Halbunden findet. Ja, du darfst den halt auch nicht die immer so drauf, die draufwerfen. Das mögen die nicht. Dann hauen die ja ab. Also ich muss ja sagen, bis vor 6, 7 Jahren war ich ja jedes Jahr in Norwegen übrigens. Hardanger Fjord. Das war auch ein sehr schöner Fjord, auch wirklich toll, aber viel, 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 viel schwieriger zu beangeln. Ich glaube, da war nicht so viel Fisch drin wie jetzt hier. Also was wir hier in den ersten 30 Minuten erlebt haben, das war echt Hammer. Ja, wie in den letzten 7 Jahren da im Fjord zusammen, ne? Naja, das würde ich so nicht sagen, aber was geil hier ist, dass man halt so flach angeln kann. Das heißt, du kannst viel geiler angeln, hast mehr Kontakt, du hast deinen Dorsch gerade auf Sicht gefangen. Richtig. Die Haiboote kommen mit hoch, das ist einfach nochmal eine Nummer krasser als irgendwie auf 100 Meter immer. Ja,
Hab ihn. Aber ich glaube, es ist kein gutes. Weißt du, wie sich das anfühlt, die Makrele? Einfach runtergelassen, Leute. Ein schöner Filetdorsch wurde mir bestätigt, attestiert. Viel zu klein. Naja, Rainer sagt viel zu klein. Ich behaupte, er hat mindestens Mindestmaß. Könnte man den, ne? Dann über 50. Ja. Aber wir sind heute auf Heilbutt aus, ne? Muss er quasi, oder hat er das Glück, weiterzuleben. Hast du ihn reingesetzt jetzt? Wollte ich nicht. Ja, wir fangen uns dann morgen an einen Dorsch. Für ich habe gerade gedacht, dass wir den Eimantel machen, weil das schmeckt so geil mit frischem Dorsch. Ich könnte dir aber einen nach dem anderen fangen, wenn du möchtest. Ist kein Problem. Klingt ja ein bis nach dem anderen. Nee, wir haben jetzt ja erstmal Heilbutt für heute. Heute ist Catch of the Day Heilbutt. Yes! Da ist er, der nächste, Leute. Ah, aber ich glaube... Auf Ansage. Ich sag mal, er wird minimal kleiner sein als der davor. Wer weiß, man weiß ja nicht. Manche schwimmen sie auch mit, ne, Rainer? Und dann machen sie quasi erst vor dem Boot Action. Ich habe einen krabbenfarbenen Dude drauf. Ist klar, dass der alles weg war. Aber ich sag mal, wenn man die Kiste voll haben möchte, wollen wir später noch haben, ne? Ist genau der Richtige. Okay, aber dann wechsle ich jetzt mal auf Heilboot. Da brauche ich wahrscheinlich einen XXXXL-Köder. Geil. Auch wieder hier einen schönen Dorschi. Aber die haben wir heute für uns schon Zeit. Also Dorsch läuft schon mal gut, aber die Heilbutte werden echt so eine Stunde Heilbuttzeit, ne? Ja, Moment. Das ist, manchmal hast du sie, da kannst du den ganzen Tag über Bisse haben, wenn du eine richtig gute Phase hast. Aber in der Regel kannst du sagen, halbe Stunde bis anderthalb Stunden. Und ganz klar, diese halbe Stunde entscheidend. Auf Wiedersehen. Wir sind im Walnussfjord gefahren und jetzt gucken wir mal, ob wir die Seelachse finden. Heilbutt ist hier auch und es sieht so aus, als wenn Makrelen schon im Fjord sind. Jedenfalls kommen da überall was hoch. Es könnte sein, dass Makrelen sind und dann gucken wir mal, ob wir ein paar schöne Seelachse verhaften. Hier ist ja immer spaßig zu angeln, die Kampfbrocken. Jetzt on. Alter, direkt. Ich habe einfach nur stehen gelassen. Ja. Auf so kurzer Distanz, direkt unterm Boot, vertikal ist ein Dorsch. Ist es natürlich trotzdem geil, weil die noch volle Kraft und volle Power haben. Bis oben hin einfach kämpfen. Leute, das sind ganz, ganz tolle Dorsche. Ich war ja letzte Woche noch an der Ostsee. Da hätten wir uns über so einen Fisch so mega gefreut. Dann haben wir sie hier halb so großen gefangen. Also jeder Fisch, den man hier fängt, macht einfach Spaß. Ups. Oh, hey, hey, hey! Oh. Hey, Victor, das ist... Oh, der ist wirklich schon besser. Ordentlichen dran. Was hast du denn für einen Köder genommen? Boah. Oder ein ordentlicher Kamerad. Boah. Geil. Habe ich dann U-Boot aus dem Zweiten Weltkrieg gehakt oder was, Victor? Nee, aber vielleicht aus dem Ersten. Oh, hier ist viel Fisch unterwegs. Ja, ich habe das Muttertier gefangen schon, Rainer. Boah. Oh, guck nochmal, das war ja süß. Guck doch nochmal hier in die Kamera. Oh. Einfach runtergelassen, die Frage ist, ne? Geil. Schön dick, ey. Ja. Schön auf dem Jummi wissen. Schön auf dem Jummi. Der Mist ist natürlich, wenn man über 60 Meter angelt, dass man 60 Meter runterlassen muss. Da sind auch 60 Meter mit hochprobiert. Ja. Hast du auch so einen Riesen dran? Geil! Riesenwittling, ne? Die werden normalerweise nur so groß, Leute. Ja, die werden aber hier bis zu über 3 Kilo. Ja, und der ist schon kurz davor. Der ist gut, der ist ein sehr leckerer Fisch. Ja, dies ist eine Stelle, ein Berg, wo eigentlich immer sehr viel Fisch steht. Und anscheinend werden sie auch wieder ein bisschen munterer jetzt. Lustigerweise ist, wenn man jetzt hier angelt und man denkt, oh, Dorsche, fein. Und man einmal macht, bang! Und dann steht nämlich ein Heilbutt zwischen. Das passiert auch sehr häufig. Weil wenn die wieder aktiv werden und hier Fisch unterwegs ist, der Heilbutt holt sich auch so einen Dorsch mal. Oder so ein Wittling, das mögen die richtig gern. Was sind eigentlich so deine Lieblings-Guide-Sprüche, Rainer? Ist das so, du hast schon aus dem Repertoire an Sachen, wo du dann immer sagst, wow, so einen großen Fisch habe ich noch nie gesehen hier. Ja, also der beste Spruch ist natürlich, wenn alle so ein bisschen am Einpennen sind schon. Ich mach das so, da war was. Macht jeder Kite, auch wenn da nichts war. Und oft passiert dann sogar was, weil die alle wieder konzentrierter angeln und dann fangen sie auch was. Also der Trick ist sozusagen self-fulfilling prophecy. In Highland, da waren ja auch so Guides, die haben ja auch immer gesagt, wow, it's huge, it's one of the big ones. Sehr schön. Was mit den Fischen? Jetzt geht nichts mehr los, oder was? Müssen wir wieder zu den anderen fahren? Nee, ich hab einen. Was? Ach, klar. Doch auch.
Aber es ist tatsächlich noch ein kleiner. Aber ich sag mal so, ne, wenn den Klee nicht ehrt, ist den Groß nicht wert. Aber ich sag mal so, nach so 3 Stunden, sagen wir mal 2-3 Stunden ohne was, ist es natürlich trotzdem mal geil. Oh ja. Ne? Wenn es wieder ein bisschen zappelt und wieder krumm ist, ist es so ein kleiner Motivator. Hast du den gesehen? Eingestiegen wie eine Bombe, ne? Boah, der hat mir fast die Ruder aus der Hand gerissen. Leute, der ist ja ganz schön hell, ne? Ja. Mhm. Oh, wieder ab. Oh. Ja. Ja. War auch ein Kleiner. Ich hab ihn rein, aber sag's mal zu. Obwohl die gar nicht fressen wollten. Ne? So Leute, so sieht er in klein aus, den wir sozusagen nachher oder morgen in sehr groß fangen. Hübsches Ding. Wie ein kleiner Thunfisch. Wenn er groß ist, Leute, ihr habt keinen Fisch gesehen, der so hart kämpft wie dieser. Rainer, bist du stolz auf mich? Ja, Wahnsinn. Aber guck mal, wie voll das Echolot war und wie lange man braucht, um einen so einen Silax zu fangen. Es ist echt, manchmal, wenn die nicht wollen, wollen sie nicht. Ne? Ja. Und wir sind jetzt eine Stunde vor Hochwasser. Es ist also, man merkt, alles wird ruhig und auch die Fische werden ruhig. Ne? Wir werden ja auch so ein bisschen ruhig. Leute, es sieht jetzt wie ein spiegelglatter See aus, aber es ist nach wie vor der Fjord. Und hier auf dem Meer ist es einfach so, Tide ist alles. Ne? Wenn man halt jetzt, wir haben jetzt die beste Zeit schon gehabt, Tide, kurz vorm Niedrigwasser, ein bisschen danach, da war halt auch geile Strömung und das war dann halt auch gleich super. Und jetzt ist halt null Strömung, wie ihr seht, wir stehen hier auf dem Fleck. Das heißt, wir können auch eigentlich nichts fangen, man muss halt suchen, okay, dann hätte man noch eine Chance, so Köhler und so weiter zu fangen. Was wir jetzt aber machen werden, ist, auf die Empfehlung von Rainer hin, dass wir einfach jetzt mal ein paar Wobbler ranmachen und eine Runde durchschleppen. Weil hier soll es nämlich auch Meerforellen geben. Und zwar richtige Maschinenmeerforellen. Ja, wie gesagt, es ist jetzt ein bisschen ruhig geworden. Kommt Richtung Hochwasser. Spiegelglatte See hier. Alles wird ein bisschen ruhiger. Und das heißt, wir werden jetzt mal ein bisschen schleppen und dann werden wir erstmal reinfahren in den Hafen und ein bisschen was essen und so. Ich habe schon mal den Zielfisch für einen anderen Tag hier zwischen den Zehen. Das ist Makrele, Chili-Makrele. Haben wir sehr, sehr gute Makrele in Dosen, haben die hier in Tomatensauce und Chili. Ich denke, wir heute machen mal Schluss. Wir haben noch ein paar Fische, wir wollen auch noch ein bisschen was kochen. Oh nee, Rainer! Oh doch! Jetzt mal Schluss hier. Schön Fittling noch gefangen. Menno! Dann müssen wir alles jetzt mal fertig machen. Und deshalb fahren wir jetzt mal rein. Leute, wir sind wieder an Bord. Was wir jetzt machen werden, ist Folgendes. Also Rainer, der Meister des Filetierens, wird jetzt diesen Heilbutt und die anderen Fische, die wir noch haben, für morgen für die Suppe, die wir da machen wollen oder sowas, innerhalb von Sekunden filetieren. Mensch! Ach, gucke. So, Rainer, ich habe dich gerade angekündigt als Meister des Filetierens, dass du innerhalb von Sekunden diesen Urzeit-Monsterfisch filetieren wirst. Sekunden nicht, der soll ja sorgfältig filetiert werden. Geil ist, das haben wir mal eingeführt hier, weil hier halt viele Butter gefangen werden, weil die ja sehr schleimig sind und auf diesen Dingern rutschen die nicht. Das ist also eine Fußmatte nochmal. Das ist einfach eine Fußmatte, ja. Geil, geile Idee. Da rutscht der Fisch halt nicht drauf. Lieber eins für dich. Okay, also Prost, lieber hier Rainer. Auf. Und der macht ja ganz gerne mal einen Heben, wie alle Seeleute. Und der kam nach Hause und sagt, ja, er ist geboren und heißt Rainer. Da seid ihr bekloppt, wisst ihr, wie er mit Nachnamen heißt? Oh Gott, aber da war schon angemeldet. Ein schönes Filet. Wie findest du seine Skills? Das mache ich auch genauso wie er. Soll ich sagen auch warum? Weil vor 15 oder 20 Jahren, schon ewig her, da waren wir in Norwegen und da haben wir uns einen Film angeguckt, wie wir filetieren und von wem? Von dem lieben Rainer. Was am leckersten ist, das ist der Sehnerv. Ist jetzt kein Scherz. Ist wirklich wahr. Also wenn ich mir einen aussuchen dürfte zum Essen, würde ich immer 90 cm nehmen. Und da habe ich den 90 cm gefangen. Ich fange sonst nur ganz große. Ja. Aber ich habe gedacht, zum Essen fangen wir 90er, dann habe ich 90er gefangen. Dann mache ich hier einen Einschnitt. Der geht praktisch hier längs, hier nicht ganz an der Linie, aber hier auf der Linie längs. Und jetzt hebe ich den ab. Hat Petrus dem Fisch eine schöne Mittelgräte gegeben, auf der man wunderbar längs filetieren kann. Da kommen schon die Säume. Das ist dann die Spezialität. Creme de la Creme. Der Creme de la Creme. So, jetzt haben wir hier einen schönen Filetstrang von der Unterseite. Danke. Der schmeckt wirklich sehr. Ist einer der Fische, die roh sehr, sehr gut schmecken. Mit ein bisschen Sojasauce nur. Mit ein bisschen Sojasauce, ein bisschen Zitrone. Und dann werden wir ein bisschen Sashimi machen, Special Shot. Kam hier ein Freund von mir, der mit mir hier das Seminar gemacht hat. Ich war letzte Woche gar nicht, wie weiß, was weiß Heimut kostet. 99 Euro das Kilo. Ich so, Schloss vor die Truhe. Wie viel Kilo hat er jetzt? Der wird so 4,5 Kilo, 5 Kilo Filet haben. Boah, dann haben wir ja
500 Euro. Eigentlich haben wir ca. 750 Euro auf dem Tisch liegen, weil wir werden ja auch den Kopf und die Augen mit essen. Die sind nämlich besonders teuer und die Bäckchen. Ja, wir werden der hier bei dem nicht den Kopf essen. Wir machen das mit dem Kopf, wenn wir mal zwei fangen. Warum? Weil ich die Bäckchen habe. Und was ist an den Bäckchen jetzt so besonders? Das wirst du nachher beim Essen merken. Das ist ein ganz, ganz besonderes Fleisch noch. Ganz anders als vom übrigen Albo. Das wird auch auf der Haut gebraten. Ja. Und das ist hier jetzt einer von den Säumen. Und die sehen jetzt so aus und du wirst die nachher nicht mehr erkennen, Victor, wie die nachher aussehen. Und ich werde dir sagen, du wirst dir alle Finger danach reiben. Und du wirst süchtig. Die sehen dann auch so wie Schillerlocken, oder was? Was machen wir jetzt überhaupt für ein Essen? Wir machen Heilbutt ja. Backofen in Kokosmilch. Oh, also ein bisschen so asiatisch, ein bisschen angehaucht. Ja, ein bisschen asiatisch. Kannst ich du mir was leihen? Leihen? Wie leiht man denn Salz? Gib mal die ganze Packung Gebt komplett zu. Gib mal die Hälfte aus, Alter. Ich brauche jetzt auch zu kochen. Schenk, du bist der Beste, vielen Dank. Ja, jetzt startet hier Seafood Master, Seafood und Fish Master, Rainer. Das ist, wenn du in Norwegen bist, das musst du kaufen. Das ist zwar eigentlich schwedisch, aber gibt es hier in Norwegen Seafood und Fish, das ist das beste Seafood-Gewürz, was ich kenne. Aber das brauchst du natürlich nicht, weil du es auch so... Nee, es gibt eine richtig geile Note. Da ist auch Safran drin und so und ich liebe Safran. Rainer hat den Knoblauch gerade so geil gepresst mit der Gabel. Also schon wieder was dazu gelernt. Euer Knoblauchpresser. Unser neuer Freund Cheng hat uns einen Gin Tonic gereicht. Euch übrigens auch, ja? Weil gestern auf der Herfahrt haben wir ihm auch 3 Bier gereicht. Ja. Ohne zu wissen, dass wir davon später einen Vorteil haben könnten. Richtig. Wie zum Beispiel... Gin Tonic Flatrate. Ich sage Ka-Cheng. Ka-Cheng. Also Leute, wir haben hier ein Kochduell. Linke Wohnung, Rainer Korn. Oh, du hast die rechte Frühlingszwiebeln. Entschuldigung. Rechte Wohnung, Rainer Cheng. Oh, Rainer, hat er richtig geil gemacht. Ja, perfekt. Ist der Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Leute, ihr kriegt alle 10 Punkte. Mmh, wow, Cheng, da mal. Der absolute Wahnsinn. Was hier abgeht, ey. Von links und rechts hören nur bei Baller mit geilem Zeug. Und Leute, ab jetzt ist hier die Kochstation und Essstation. Wir kommen hier hin, setzen uns hin und sagen einfach nur, bitte, links und rechts. Tja, aber übermorgen bist du dran mit Kochen. Dann kochen wir beide gegeneinander nämlich. Nein. Doch, hier ist nämlich die Food-Cooking-Duell und dann sind die beiden dran. Okay. Dann sitzen wir hier. Ja? Dich nehme ich es auf, aber niemals gegen einen Cheng und einen Rainer. Okay, die Wette steht. Das werden wir im nächsten Video machen. Das Battle steht. Und Rainer und Cheng vergeben die Punkte. Ja. Jawohl, so werden wir es tun. So und nicht anders. Nicht anders. Und noch Sashimi. Nee. Heilbutt Sashimi. Leute, wir sollen mal gucken. Belebt das Geschäft. Ist so. Und wir sind die Nutzer. Wir gehen jetzt hier in Rainer Korns Restaurant. Wir sind die Kunden quasi. Und wir lieben Kundenliebe als Kunden. Leute, wenn ihr ein Kochbattle zwischen mir und Hubertus sehen wollt, dann kommentiert. Aber das wird eh relativ langweilig, weil es klar, wer gewinnt, oder? Leute, es ist besser, als ich es mir jemals erträumt hätte, ohne Spaß. Ich wusste, dass es Angeln geil wird. Ich wusste, dass es sowieso geil wird. Aber dass wir so geile Köche hier haben, die uns einfach mal so... Das ist besser als ein Sternerestaurant, du weißt es. Das ist besser und ich habe dir gesagt, das ist auch das, worauf ich mich am meisten freue. Ja, jetzt erwartet uns erstmal noch ein bisschen Pfeffer-Sashimi-Heilbutt. Mit Sojasauce und dann gibt es Heilbuttfilet in Kokos-Chili. Mmh. Hammer. Hammer Carpaccio, Rainer. Das ist Wahnsinn, ja. Wirklich. Ich weiß nicht, womit wir das verdient haben, Hubertus. Leben meint es einfach gut mit uns. Es ist einfach so. Wir sind so dankbar gerade für diesen Augenblick hier. Dieser Moment ist einfach wirklich so geil. Mmh. Wir gucken hier auf diesen Fjord links heraus. Gerade ausgucken, das ist ein wundervolles Essen. Wir haben eine Vorspeise oder zwei Vorspeisen gegessen, wo du sonst 50 Euro im Restaurant bezahlst für. Vermutlich haben wir die beiden besten Köche Norwegens gerade. Ich denke hier. Auch. Das ist der absolute Wahnsinn. Wir wohnen nebeneinander. Ja. Das heißt, wir können, wenn der eine nicht da ist, klopfen wir einfach bei dem anderen. Ja. Das ist genial halt, ne? Wie macht man das am besten? Ja. Einfach rein. Ah, okay, machst du das mal? Okay, Leute, wenn euch interessiert, wie dieser Fisch schmeckt, dann müsst ihr beim nächsten Mal wieder einschalten. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, er wird wahrscheinlich ausgezeichnet schmecken. Ja. Wir haben nämlich erst eine Stunde Beißzeit miterlebt und wir sind aber noch 5 Tage da. Das bedeutet, dass hier noch einiges auf uns zukommt. Okay, in dem Sinne würde ich sagen, Leute, wenn ihr die nächste Folge nicht einschaltet, seid ihr selber schuld. Da werden wir auch vielleicht das Geheimrezept verraten von den ganzen Sachen, die wir hier gegessen haben. Ich bin sonst nicht so gehypt von Essen, ehrlich, wirklich. Gut, also bis zum nächsten Mal, Leute, oder? Sagst du dazu? Ja, absolut. Schaltet unbedingt wieder ein, wenn es wieder heißt, ich gehe angeln. Richtig. Ja.